Die Länder wurden aufgefordert, einen Pavillon für die Expo zu bauen, und die meisten haben genau das getan. Österreich jedoch hat einen anderen Ansatz gewählt. Wenn man den österreichischen Breathe-Pavillon betritt, ist es, als ob man in einen österreichischen Wald geht. Kühl, ruhig, erfrischend. So, with this pavilion, we not only recreated, you know, the image of Austria, but in fact, actually, we unleashed the climate of an Austrian landscape or forest, which is very practical, actually, because here in Milan, it will turn out to be quite warm in the summer, and our guests, the people who visit the expo, can sit down and cool down within the atmosphere, the microclimate of an actual Austrian forest. Die Beschaulichkeit dieser Umgebung lässt nicht erahnen, dass der Aufbau des österreichischen Waldes in Mailand eine große Herausforderung war. Bäume, Pflanzen, Moose und Erde mussten angeliefert werden und sorgfältig und über einem speziell angefertigten Untergrund arrangiert werden. Der ganze Aufwand dient nicht nur dazu, den Besucherinnen und Besuchern diese sensorischen Erfahrungen zu ermöglichen. Der Pavillon ist vielmehr ein Modell, wie zukünftige urbane Architektur aussehen könnte. Die frische Luft des Waldes wird durch ein Belüftungssystem zu den Innenräumen des Pavillons geleitet. Sowohl das Belüftungssystem als auch der restliche Energiebedarf des Pavillons werden durch erneuerbare Energie, nämlich Solarenergie, gedeckt. Dabei wird ein brandneuer Photovoltaik-Zellentyp in den Solarpaneelen verwendet. Das Thema der diesjährigen Expo ist Feeding the Planet – Energy for Life. Dieser Pavillon zeigt die wichtige Rolle, die der Wald für frische, saubere Luft und als eine Quelle von nahrhaften organischen Lebensmitteln spielt. Das Restaurant im Pavillon serviert passend dazu Speisen, deren Zutaten aus dem österreichischen Wald kommen, wie beispielsweise Wild, Pilze, Honig und Kräuter. The role of forest in food security and nutrition is crucial as provider of food for millions of forest-dependent people, but very specially as provider of the firewood with which more than a third of humankind cooks today. Wälder sind auch äußerst wichtige Kohlenstoffsenken. Gerade in großen und umweltverschmutzten Städten, wo die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten wahrgenommen werden, können Pflanzen und Bäume eine wichtige Rolle spielen, um die Lebensqualität der Menschen real zu verbessern. We have climate change, we have urban growth, and this triggers a lot of problems like loss of life quality or urban heat island phenomenon. And the key answer to all these problems is nature. It's basically put in plants as much as you can and try to make them work efficient for the benefit of the people who live there. So this is what this pavilion shows, how it can be done. And so it's basically a template that needs to be copied worldwide. Schon vor über 100 Jahren wurden bei der Gestaltung der Stadt Wien grüne Korridore eingebaut. Darüber hinaus sind in Österreich die Wälder, die fast die Hälfte der Landfläche bedecken, ein Schlüsselfaktor für Wirtschaft und Umwelt. The richness of our biodiversity takes place particularly in the forests. Forests are an important economic sector, but also an important environment sector, from clean air, CO2 sink, up to energy source, with renewable energy source, which is very important for our energy policy. Dieser Pavillon mit seiner Waldklimamaschine mag noch futuristisch erscheinen, aber diesen Eindruck machte wohl auch das seltsame neue Gerät namens Telefon auf die Besucherinnen und Besucher der Weltausstellung 1893 in Chicago. So wie das eine eine Revolution im Bereich der Kommunikation kennzeichnet, könnte das andere eine neue Dimension für urbane Gestaltung eröffnen.